Wir haben vermutlich keine großen Chancen, für die Ewigkeit etwas aufzubewahren. Aber für das Ende der Zeiten wäre es wunderbar, wenn das Archiv für Zeitgeschichte der ETH erhalten blieb. Herzlich willkommen zum Tag des Kulturerbes an der ETH Zürich. Für mich bedeutet das Kulturerbe eine faszinierende, praktisch tägliche Reise durch Kulturgüter von vielen hundert Jahren, die wir an der ETH Zürich haben dürfen. Und diese Filme wurden heute das erste Mal dem Publikum gezeigt. Und es war sehr spannend, die Reaktion des Publikums heute zu sehen und aufzunehmen. Ich denke, das Besondere am Kulturerbe der ETH Zürich ist eine Positionierung im Heute über das Gestern. Was auch stark zusammenhängt mit den unterschiedlichen Medien, über die das tatsächlich zugänglich ist. Von der Originalarchitekturzeichnung des 19. Jahrhunderts, die wir mit Studenten besprechen können, heute aber auch einem weiteren Publikum vermitteln. Bis hin zum Digitalisat eines Buchs aus dem 19. Jahrhundert und den Positionierungen, die sich darüber ergeben. Ich finde, es ist toll, wie breit das ETH aufgestellt ist. Als ich da war und habe da studiert, war es nicht so breit.